Okay, wir sind auf dem Weg in die Tofino Town, haben einen mega nicen Surflehrer getroffen, den wir vielleicht arrangen können, dass er uns ein bisschen Surfen beibringt. Wir haben eine perfekte Strecke für ein Skateboard rein nach Tofino von unserem Campingplatz. Schade ist, dass mein Mikrofon Faxen macht. Also es kann sein, dass das eine der letzten Nachrichten ist mit gutem Sound. Ja, ist mega, Marie. Und jetzt schauen wir mal, gehen wir frühstücken, heute ist Schlemmertag. Here we go. Hallo. Jetzt sind wir auf jeden Fall in Tofino und $30 für das Frühstück ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber das so ist halt, wenn man am besten Spot ist. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal Richtung Strand und auf dem Weg holen wir uns ein Bier und vielleicht noch ein bisschen Whisky. Oui. Ein bisschen Chocolate von dieser krassen Schokolaterie, wo jeder davon spricht. Und wo unsere gestern frisch getroffene Homie, die Chloe aus Quebec, die arbeitet dort. Wenn sie sich angelogen hat. Genau, und da gehen wir dann mal hin. Okay, angekommen beim Tofino Skatepark. Wunderschön. Die ganze Zeit schon. Local Shredder. Mega Park. Marie ist cruising. Cruise da mal ein bisschen rum hier. Check this out. Dude is killing it on the penny board. Also, I hate seafood. Für die Band finde ich okay, seafood. Und jetzt esse ich mein erstes Sushi, weil ja meine Verlobte das möchte. Nimm mal erst nur Avocado. Mach ich das in einem Rutsch immer? Ja, und dann ins Tunkel. Hier, das mag ich. Das würde ich nur da. Das. Du kennst mich doch. Hier, guck mal. So geht es ab hier. So machen das die Rottweiler. Das ist zu viel Wasser, Abi, du wirst sterben. Mmh. Ja, doch scharf, gell? Mhm. Wenn es durch die. Wenn das Wasabi durch die Nase wird. Super lecker. Mega geil. Ist noch immer unten da. Ja. Cool. Ist aber sehr lecker. Gell, es ist mega lecker. Okay. This one is for my Chinese people, for the Asian people, for the English people, for the American people. Mega lecker, gell? Mhm. Prost! Das Tolle daran ist, heute meinen ersten Kickflip nach 6-7 Wochen wieder gemacht. Wir waren ja im tollen Skatepark und wir sind jetzt Sushi. Das war der Mega-Skatepark und alle waren so mega nett. Mega nett, mega geil. Wunderschönen guten Morgen. Es ist 8 Uhr. Ich bin gerade aus dem Camper gekrochen. Wir hatten einen total schönen Abend gestern mit ein paar Deutschen, die wir spontan kennengelernt haben. Oh, guck mal, was hier rechts liegt. Habe ich auch noch nie gesehen. Ah, die liegen überall hier. Wahnsinn. Ja, war ein mega schöner Abend. Wir haben noch auf spontan was gesucht und dann haben wir einen total herrlichen Platz gefunden. Direkt an einem See mit Lagerfeuer und dann haben die gemeint, ey, wir sind hier mit den Zelten, weil es hier ein bisschen windsicherer ist. Aber gegenüber ist direkt ein geiler Platz am Meer. Sind wir gegenüber an den Platz und der ist
wirklich wunderschön. Ich bin jetzt 10 Meter vom Camper entfernt und dazwischen ist Sandstrand. Überall liegen riesengroße alte Baumstämme. Ich zeige euch das gleich. Und es ist wunderschöner Morgen. Ich bin müde. Ich wecke jetzt gleich mal Marie und dann geht's Tag 3 Camper. Schauen wir uns hier mal kurz an. Wir sind hier einfach spontan reingefahren. Wir mussten nicht zahlen. Das ist irgendwie so halb offiziell, halb wild. So gut wie niemand hier. So was noch nie gesehen. Es ist ewig langer Sandstrand. Hammermäßiges Meer. Und dann diese Baumstammleiche. Dieses Treibholz. Wahnsinn. Also ich kann schon jetzt sagen, dass jetzt mein schönster Urlaub ever ist. Kanada. Marie hat immer so davon geschwärmt, aber it's the place to be. Hier möchtet ihr sein. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn.